Der ehemalige VW-Chef Ferdinand Piëch ist schon am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Laut Medienberichten war er in einem Restaurant zusammengebrochen und starb im Klinikum Rosenheim. Der österreichische Manager war von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und am Ausbau von Audi maßgeblich beteiligt. Danach war er Aufsichtsratsvorsitzender von VW, bis er 2015 von Martin Winterkorn abgelöst wurde und von all seinen Posten zurücktrat. Weil er sehr auf Details bedacht war, hatte Piëch auch den Spitznamen Fugenferdi.